herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Spiel am Freitag beim VfR Aalen. Statistisch gesehen ist es ähnlich wie gegen Aue relativ ausgeglichen. Interessant ist noch, dass unser ehemaliger Spieler Jürgen Jasula, der von 2009 bis 2011 im FSV 60 Zweitligaspiele absolviert hat, nun für den VfR Aalen spielt und wir ihn wiedersehen. Und alles Weitere, was wirklich interessant ist zum Spiel, erfahren Sie jetzt wie immer von unserem Cheftrainer Benno Müllmann. Bitte sehr. Kein Understatement, auch Ihre Aussagen sind immer höchst interessant, Matthias, darf ich mal sagen. Ja, traditionsgemäß kann ich schon fast sagen, kleiner Rückblick nochmal zum letzten Spiel. Ich denke, mein Fazit ist, und das habe ich auch mit der Mannschaft so besprochen, dass ich auch nach diesem Spiel absolut der Meinung bin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben gegen Aue von der Tabellenplatzierung her zwar gegen einen gespielt, der noch unter uns stand, aber letztlich doch auf eine Mannschaft sind wir da getroffen, die mittlerweile einen guten Fußball spielt. Und das muss man einfach absolut anerkennen. Und das tue ich. Und insofern muss ich das auch einordnen. Gegen diese Mannschaft haben wir eine Halbzeit sehr gut gespielt, auch in der Endphase unsere Chancen gehabt. Leider hat es daran gemangelt, dass wir eben in diesen Phasen nicht ein weiteres Tor erzielt haben. Wir haben sicherlich in der zweiten Halbzeit einfach zu tief gestanden, vielleicht auch in einigen Situationen das Ergebnis verwalten wollen. Und insofern natürlich Aue schon geholfen, da auch richtig wiederzukommen. Aber wenn man das Spiel auch dann von der Statistik her sieht, muss man ganz klar sagen, es war unterm Strich das Spiel, in dem wir am meisten gelaufen sind in allen Begegnungen, an allen Spieltagen. Und das ist das, was wir ja, oder was ich auch nach den ersten 4, 5, 6, 7 Spieltagen bemängelt habe, dass wir insgesamt nicht an unsere läuferischen Grenzen gehen. Diesmal haben wir einen Wert, der ja, wie gesagt, absolut der Beste ist, der noch besser war als in Fürth. Und insofern, denke ich, ist die Mannschaft da auf dem richtigen Weg und wird auch belohnt werden. Wenn sie so weitermacht, wenn sie dranbleibt, werden wir auch irgendwann noch in diesem Jahr das erste Heimspiel gewinnen. Da bin ich absolut sicher. Wir haben jetzt eine Aufgabe, die verdammt schwer ist. Es ist einfach leider so, dass... Was heißt leider? Es ist einfach so, dass man immer denkt, nach dem Tabellenstand auch die Qualität des Augenblicks einordnen zu können. Dem ist nicht so. Ich gehe davon aus, dass Aalen einfach auch wieder weg will und das vom Tabellenende und dass dieses Ansinnen einfach auch wieder Kräfte freisetzt und Möglichkeiten bietet, die man beachten sollte und die man absolut auch respektieren sollte. Darüber hinaus gilt es für uns aber auch, weiter zu punkten. Wir müssen sehen, dass wir, und das wollen wir auch und das will die Mannschaft und dafür arbeiten wir auch Tag für Tag, dass wir Punkt für Punkt wirklich sammeln, um dann auch letztlich die Punkte zu haben, die wir brauchen, um nicht abzusteigen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Die Situation innerhalb der Mannschaft ist so, dass wir wissen, dass der Tom Beugelsdijk nicht spielen kann nach der fünften gelben Karte. Der Björn Schlicke wird ihn ersetzen. Darüber hinaus muss man abwarten, wie die restlichen Trainingseinheiten weiterlaufen, ob noch die eine oder andere Änderung in der Anfangself vielleicht umgesetzt wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber da werde ich auch die Trainingseinheiten nochmal abwarten. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Müllmann. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Bitte will mir ins Mikrofon, Herr Schäfer. Danke. Nochmal, wird es Änderungen im Kader geben? Ja. Das heißt, Toski oder Roschi können wieder reinrutschen. Ja, oder Kaffenberger oder wer fehlt noch? Weiß ich nicht. Also das ist, muss man abwarten, wie die Entwicklung ist. Kaderänderungen gibt es automatisch, weil Beugelsdijk rausfällt aus dem Kader. Dass Björn Schlicke jetzt spielt, hat natürlich Leistungsgründe dann, aber ist das auch für ihn eine kleine Auszeichnung, dass er so die für ihn ungewohnte Rolle als Ersatzmann so gut angenommen hat in den vergangenen Wochen? Nein, es ist keine Auszeichnung, es ist einfach eine logische und auch durch die Trainingsarbeit der letzten Wochen einfach für alle nachvollziehbare Lösung.
Das ist ja für Björn Schlicke ein Stück weit ein Kaltstart, wo er jetzt zuletzt nicht wirklich gespielt hat. Bereitet ihm das Probleme? Kommt er da schnell rein? Haben Sie da irgendwelche Bedenken? Also der Björn ist so lange dabei. Ich denke, dass er auch mit einem Kaltstart klarkommt, wenn Sie das so bezeichnen wollen. Wichtig ist einfach, dass er in den letzten Wochen sehr gut trainiert hat, gut gearbeitet hat, ja auch in den Freundschaftsspielen, die wir gemacht haben, da seine Qualität gezeigt hat. Und die Jungs auch, die mit ihm auf dem Trainingsplatz sind, Tag für Tag sehen, wie gut er noch drauf ist. Dann scheint es keine Fragen mehr zu geben, dann bedanke ich mich dafür und wir sehen uns am Freitag in Aalen. Danke, tschüss.